Ich habe 24 Jahre mit Rudi Hunsdorfer zusammengearbeitet. Ich weiß, dass er immer sein Bestes geben wird. Und ich weiß auch, dass er in der Funktion als Bundespräsident für alle Menschen da sein wird. Er hat das Allerheiligste, also sein Ministerzimmer für die Mitarbeiter des Hauses geöffnet. Ist auf uns alle zugegangen und es war ein Minister wirklich, wie ich ihn noch nie erlebt habe, zum Angreifen und zum Umarmen. Er scheint und du kommst da nicht irgendwie allein vor, da irgendwie dieses von oben herabreden, das hat er einfach nicht. Als persönlicher Freund glaube ich, dass er genau diese Eigenschaften, die in der Baba-Krise sich gezeigt haben, Zuverlässigkeit, gute Nerven, Menschlichkeit, dass das sicherlich alles Dinge sind, die auch für einen Bundespräsidenten von großer Bedeutung sind. Der größte Konkurs Österreichs, der Alpinebau, war eine große Herausforderung. Ich habe ihn erlebt als einen Meister des aufmerksamen, ehrlichen Zuhörens, des Findens von guten Lösungen und des Anpackens. Hunsdorfer hat Handschlagsqualität. Er verliert nicht den Überblick zum Großen und Ganzen und er hilft aber auch jedem noch so auf der unteren Stufe stehenden Gehalts- oder Lohnempfänger und das imponiert. Zielpunkt Insolvenz, kurz vor Weihnachten, über 3000 Mitarbeiter betroffen, über 80% Frauen, viele davon alleinerziehend. Hunsdorfer hat uns geholfen, er hat mit den Banken verhandelt, dass wir unsere Konten überziehen dürfen, solange wir nicht unser Novembergehalt und Weihnachtsgeld bekommen haben. Er soll Bundespräsident werden, weil er authentisch ist, ehrlich auf die Menschen zugeht. Weil er ein Mann mit Überzeugungen ist, die er glaubwürdig international sehr gut vertreten kann. Weil er sich selbst immer treu bleibt. Und ich glaube, sowas brauchen wir eindeutig. Einer von uns, einer für alle.